So, wir haben jetzt gerade erst die Arena der Titten bestritten. Mal gucken, die Hose wird direkt wieder zugemacht. Komm mit mir. Oh, geht direkt du weiter. Mich töten. Jetzt nicht mehr. Weißt du was? Leck mich. Stopp. Warte hier. Brüste. Hör mir zu, bitte. Paul hat meine Familie. Bis sie befreit ist, stecke ich hier fest und muss tun, was Pagan befiehlt. Was hat das mit mir zu tun? Der goldene Pfad will Pauls Tod. Und ich will meine Familie. Wir könnten uns helfen. Ist die Frage, wie du mir helfen kannst. Oder wir uns. Ich kann dich in seine Festung bringen. Gibt's nochmal einen... Und AJ, sei netter zu Reggie und Yugi. Sie sind Spielfiguren, genau wie wir. Okay, ich hau sie nicht zu Brei. Nur ein bisschen vielleicht. Sag mal, habt ihr zwei schon was vor heute Abend? So, was trinken gehen? Ach guck mal, ich bin sogar genau da wieder angekommen, wo ich das letzte Mal den Eingang gesucht habe. Cool. Ah, die Arena. Das ist jetzt also die Arena. Bist du bereit, die Shannat-Arena zu betreten? Überlebe wie ein Held und werde bewundert oder stirb wie ein Feigling. Drei verschiedene Herausforderungen erwarten dich. Kampf, Endlos und Waffenherausforderung. Steige zu einem der legendären Arena-Champions auf und verdiene dir großartige Belohnungen. Ich glaube, das probiere ich gleich mal aus. Wir nennen diese Folge auch die Arena. Einfach mal so genannt. Das ist dann die Folge jetzt hier. Die Arena. Wir versuchen das gleich mal. Und es ist schön, dass hier im Übrigen auch... Also das Gesicht jetzt nicht so, aber es ist schon sehr, sehr hübsch. Hier gibt es Miezekatzen. Die Miezekatzen sind mein Hauptproblem dementsprechend. So, du bist wahrscheinlich der Arena-Meister hier, oder? Was hätte ich? Sei Dank, dass du hier bist. Du musst sie töten. Sie alle. Okay, beruhig dich. Ach nee, das Jagdrevier. Ah, ich wollte doch die Arena machen. Warte mal, jetzt gehen wir hier. Können wir das irgendwie abbrechen oder so? Nein, ich will das abbrechen. Kann man es irgendwie abbrechen? Ja, hier, Aufgabe abbrechen. So. Puh. Aber ich wollte Arena machen. Nicht jetzt hier quer durch die Gegend reisen. So. Aber ist ganz cool. Dann kann ich auch ganz kurz wieder ausrüsten. Ihr kennt das ja bei mir, das Problem. Ne? Das ist hier so Munition auffüllen. Ist nämlich viel wichtiger. Als wenn ich das Nachsehen habe. Ich glaube, ein Flammenwerfer könnte in der Arena echt praktisch sein. Einzigartiges Waffen. Wir nehmen auf jeden Fall, das ist okay, das ist auch okay, wenn ich das überhaupt in der Arena dann hab, naja, das ist die andere Frage. Flammenwerfer anstatt, kann ich das dafür auch, Seitenwaffe, ne? Das kann ich nicht auswechseln, ne, nur die und die. Und zwei davon sind eigentlich Blödsinn, deswegen nehmen wir den da, nehmen wir einen Flammenwerfer mit. Man weiß ja nie, so ein Flammenwerfer kann ganz gut helfen. So, jetzt bin ich hoffentlich noch da, wo ich sein wollte. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wo ich meine Aufgabe zum Jagdkontrolle, Jagdvorräte, Norris, da ist die Arena. Da kann man auch hinlaufen, hallo, da muss ich mit dem Auto fahren. Das ist da oben. Ah, 40 Meter, 35. Hallo AJ. Hi, hi. Ach, ich muss direkt mit der Dame mit den dicken Titten sprechen. Du bist in der... Ja, ich will in der Arena. Und zwar möchte ich gerne... Nutze diesen Vorteil und lasse sie gegeneinander kämpfen, genau. Dann gibt es die Bestenliste, kann man auch noch machen, Waffenherausforderung und musst du mindestens 3 Sterne erreichen, um zu gewinnen. Ich mache jetzt erstmal Kämpfe. Ach, guck mal, ach, man kann... Okay, man kann also tatsächlich gegen andere kämpfen. Das ist ja krass. Dann haben wir Herausforderung. Okay, da kann man also jemanden herausfordern. Ah, das ist dann die Herausforderung mit den jeweiligen Waffen. Okay, Bestenliste ist auch ein Endlos, natürlich, du musst Wellen besiegen. Okay, gib mal Herausforderung. Ich mach mal Herausforderung mit der AK-47. Nur mal gucken. Nur mal reingucken. Wie gesagt, das ist jetzt die Arena-Folge. Wir gucken jetzt einfach mal rein, was man in der Arena so machen kann. Du hast jetzt... Definitiv hier diese AK. Oh ja, Schlachtfelder. Das ist schon tot. Mehr ich rein? Ja, kann man. Ja, vor allem voll tapfer. Hinten werden sie schon sich gegenseitig wieder. Ah, es gibt Hundis. Auch hier ist es so, dass man eben wirklich ein bisschen warten kann. Und hofft, dass jemand hochkommt.
Entdecken geht halt sehr schnell, wenn wir daran denken. Unten ist im Übrigen scheiße. Achso, es geht auch auf Zeit. Na super. Sieht aus, als hätte ihm die Eröffnungsrunde keine Probleme bereitet. So, also. Sehr gut. Runde 2. Lasst uns die Spiele fortsetzen. Wenn hier aufgehen sollte, kommt was raus, dann ist vielleicht tot. Nee, nicht mit mir. Deckung nehmen. Vergesst nicht, eure Wetten zu platzieren. Ja, nicht nur die Wetten. Oh, Schweinchen. Sondern es gibt hier auch richtig schöne dicke Büchsen, wo man drauf schießen kann. Das ist natürlich gefährlich, wenn jemand anders drauf schießt. Mal gucken, was letzte. Das war's. Die Schalter sind jetzt für eine neue Wettrunde geöffnet. Ah, Granate aufgehoben. Ich muss nur ein bisschen was mitnehmen. Jawohl, sehr gut. Oh, toll. Zeit für eine weitere Runde. Viel Spaß! Oh, Deckung. Da brennt was. Ah, fuck. Ah, das kann ja ein bisschen zu knapp werden. Ich hoffe, dass der Rest sich so nebenher erledigt hat. Da ist ein Heilpäckchen. Oh ja, guck mal da unten. Wir akzeptieren keine Waffen und Tiere mehr. Was war das? Nur Bargeld. Tut mir leid, Oma. Oh fuck. Das sind zwei. Scheiße. Heilige Scheiße. Heilen. Jagt das rein. Und nun wieder zurück zum Gemetzel. Oh, fuck, das ist zu viel. Oh, Tiger. Komm mal unten. Komm ich wieder hoch, glaube ich. Ich habe gleich keine Munition mehr, sehe ich gerade. Ist schlecht. Komm, explodier! Ja, das ist schlecht. Das Match könnte jeden Moment vorbei sein. Da brennt der Bär. Du wolltest Action? Hier hast du sie, Baby! Ja, das Problem ist, ich brauche vor allem Waffen. Lass das große Finale! Oh, fuck. Ja. Scheiße. Ja, die Munition ist halt echt kacke, ne? Gar keine Munition momentan. Fuck. Komm. Heilen. Ich sehe was du nicht siehst. Ich hab keiner dran. Nimm's. Warum geht's nicht? Ah, nein! Alter Schwede, ey. Wie sind's noch? Viele können's nicht mehr sein. Die meisten erledigen sich ja auch immer gegenseitig. Ah, das ist ganz schön hart, ey. Muss man schon sagen. Für einen Anfänger wie mich. Ah, das ist ein Nashorn! Warum sagt man, da kann das Nashorn hier rumläuft? Ja, ich versuche das Nashorn zu erledigen. Was soll ich denn sonst machen? Alter Schwede, ey. Wo ist es denn? Hallo? Heilige Fucker Maria, ey. Das hält einiges aus. Glück gleich dahin. Oh, Alter.
Also 3 Sterne ist ja schon immer etwas. Das Frischfleisch ist immer noch Frischfleisch. Ihr seht, es gibt das Level-System mit Punkten und dann dementsprechend ein bisschen Geld und wahrscheinlich auch nach und nach ein paar andere Sachen, aber ja, ist richtig cool. Ja, so ewig werde ich es nicht machen. Ist aber auf jeden Fall Minigame-technisch eine schöne Sache. Man muss mal überlegen, ihr gebt das Spiel ja, oder das Spiel ja einiges an Kohle aus und bekommt aber auch einen guten Mehrwert. Also schon, das ist schon ordentlich. Kann man eigentlich nicht drüber meckern. So, aber richtig cool wäre es natürlich jetzt trotzdem vielleicht die Hauptstory weiterzumachen. Und das wäre in dem Fall hier. Haus der Gales, da wo wir vorher schon waren, nämlich mein Haus. So, das heißt, wir gucken mal, dass wir jetzt gleich noch irgendwie einen Töfter finden. Muss essen? Nee. Ich laufe eh in die falsche Richtung. Nee, ist die richtige. Und gucken, dass wir hier wegkommen. Also es ist schon sehr gesittet hier. Ich meine, man muss sich überlegen, die haben nicht viel hier zu tun. Die müssen sich irgendwie die Zeit um die Ohren schlagen. Das machen wir im Normalfall, indem wir arbeiten gehen, studieren gehen, arbeitslos sind. Ich bin es jetzt nicht in dem Fall, aber war es zumindest auch wieder eine relativ lange Zeit. Und sich irgendwie halt, ja, verlustieren wollen. Und ich tue das jetzt zum Beispiel hier, indem ich durch die Gegend renne, weil ich hier keine Fahrzeuge habe. Kann jetzt mal bitte irgendwas vorbeikommen, was ich, ja, so, ein bisschen? Nein? Überhaupt nicht? Nicht? Nee? Dann joggen wir halt. Freund oder Feind? Ach, das ist wieder so ein Händler. Feed ist nie gut. Das sind, glaube ich, wieder so Hundis, ne? Ja. Gut. So, bra. Der hat mir bestimmt wieder eine Waffe anzubieten. Na, was gibt's? Ich? Na gut, dann schnell Verkauf hier. 80k mal kurz gemacht. Das würde ich mit Real nehmen auch machen. So mal kurz so 80k hier. Kein Problem. Oh, mal mit Musik. Das sieht gut aus. Nochmal. Achso, ich wollte das Fahrzeug haben. Hey Jungs? Hallo? Darf ich mal rein da? Ich brauch die Karre. Dankeschön. Alles steht in Flammen! Ja! Es ist nicht meine Schuld! Danke, dass ihr den Sender Falschkürat eingeschaltet habt. Entschuldigung. Minus 50, ich weiß. Ach, mein Gott, wenn du im Weg stehst. Das soll vorkommen. So, wenigstens komme ich dann wieder schneller geradeaus. Den ganzen Tag. Aber ich muss sagen, der dritte Teil hat mir deutlich mehr Spaß gemacht. Also irgendwie... Ich meine, die nächste Frage ist, wie kann man es noch verbessern, eventuell im nächsten Teil? Ja, gib uns den Weg. Wie könnte man es noch verbessern? Das ist die Frage. Nicht schlecht, ne? Achso, halt, ja, abbiegen. Ich muss ja wieder zu den Gales und die Gales sitzen ja wieder oben im letzten Eck der Wildnis. Das bedeutet, dass ich wieder gut parken sollte da oben. Da war ja auch das Auto. Ups. Ich finde es ja schön, dass sie mich da runtergeschleppt haben. Ich frage mich, wie lange es gedauert hat, wenn mein normalen Körpergewicht auf das ein bisschen gedauert haben. Wenigstens kann ich jetzt hier. Ich überlege gerade, verhaue ich sie jetzt gleich oder verhaue ich sie nicht? War wahrscheinlich eh nicht die Chance, eher alles geskriptet. Aber es wäre schön, wenn man diese Chance hätte, so ein bisschen wie in Mass Effect und wie in Dragon Age und so weiter, dass man da, oder auch in The Walking Dead, dass man wirklich so ein bisschen eine Teilentscheidung hat. Möchte ich oder möchte ich nicht? Denn das wurde vorgegaukelt im Live-Trailer, der ziemlich cool war, muss ich sagen. Also Ubisoft macht schon echt gute Sachen, gute Arbeit. Aber das kann man bestimmt abreißen hier, oder? Nein, nicht? Also cool gezeichnet ist es auf jeden Fall. Ich meine, an der Klatsche, aber das... Ist trotzdem sehr, sehr hübsch. So, meine Freunde. Raucht euer letztes Kippchen. Ich nehme euch jetzt auch Schippchen. Warte, mein Freund! Ich weiß, du nimmst die Kiste! Ja, keine Wahl! Und ich bin Yogi, du Sack! Ich würde euch trotzdem gern töten. Hör mal, ich verstehe, wenn du Reggie ein neues Loch machen willst. Und zwingen uns, Leute zu verarschen. Wie dich. Und nach Indien können wir auch nicht zurück, nach dieser Sache mit der Kuh. Kühe? Ja, Kühe. Oh,
so viel Kühe. Wir haben schon 10 Millionen Hits auf YouTube, klar. Echt jetzt? Ja, es war... Guck mal, wir dachten nur, wollte bloß reden. Wir hätten nie gedacht, dass sie dich nackt in die Arena werfen würde. Doch, ja, nackt. Du hast doch gegen ihn gewettet. Ich habe nur technisch gesehen gegen ihn gewettet. Ich wollte meine Wetten etwas streuen, alter Däne. Ihr meint Schwede. Ich dagegen hab dir vertraut. Hab auf dich gesetzt, Freund. Siehst du an. Und das teile ich natürlich gern mit dir. 60-40. 40-60? 30-70. Na gut, nimm einfach alles. Hast Dankeschön. Es verdient, nachdem du mit wem der Fahne kämpfen musstest. Oh, sehr beeindruckend. Seine Fahne? Sein Kampfstil, du Depp. Das war voll Gladiator. Ich würde sagen, voll 300. Ihr zwei haut jetzt ab. Raus aus meinem Haus. Ich ziehe hier wieder ein. Und legt ihr euch noch einmal mit mir Gangster like die Pistole halten. Das war mal ganz toll. Donald? Ich bin Yugi. Tütchen? Raus. Klar. Gib uns eine Sekunde zum Packen. Ja, wir sind Nestbauer. Ist etwas unordentlich. Also wenigstens chillig im Leben. Aber zuerst? Yugi. Das könnte ein Verhandlanger für mich werden. Und ich glaube, es wird's auch. Was war hier drin? Einer von diesen Tankers? Ja, Schlauberger. Was ist damit passiert? Nun, das ist eine tolle Geschichte. Ja, Drogen, Intrigen, Gefahr, alles drin. Gib mir einfach die Kurzfassung. Fein, Kurzfassung. Angekommen in Kürat. Frisch vom Boot, sozusagen. Und neugierig auf die örtliche Selbstanbauerszene. Sehr neugierig. Wir wurden nicht enttäuscht. Nee, nicht im geringsten. Es war ein netter, alter Guru, der uns die Glubschaugen öffnete. Genau. An dem Tag hatten wir ein Kräuternirvana erreicht, wie noch niemals zuvor. Und als wir gehen wollten, fragten wir den Guru, wo er den Stoff herkriegt. Und dann erfuhren wir von Shangri-La. Shangri-La. Sozusagen der Geist Shangri-La. Des alten Kürat. Kalima. Des alten Kürat. Eigentlich ist es eher ein Geist, den es nie gab, so wie Schrödingers Katze. Schrödingers Kürat? Okay, der war gut. Leute, die Kurzfassung, ja? Gut, ja? Zurück zum Thema. Der Guru sagte, dass er in diesem besagten Land war und dort ein paar Blüten probiert hätte. Und ermöglicht hat ihm das ein mystischer alter Tanker, der immer an dieser Wand dort hing. Und wo ist der jetzt? Von unbekannten Personen zerrissen und in ganz Kürat verstreut. Natürlich. Doch, das war noch nicht das Ende. Schatzkartenjagd. Die Alte verkauft uns eine Karte. Ja. Sie führte zu einer Höhle nicht weit von hier. Richtig, mit einer furchterregenden Tür. Ja, sehr sogar. Und obwohl wir der Sache gern nachgegangen wären, war die Tür ganz deutlich von der Zutritt verboten Bauart. Und was wurde aus der Karte? Ich glaube, wir haben uns damit eine Tüte gedreht, aber keine Angst. Du findest die Höhle auch so. Geh einfach nach Westen. Ich glaube, ja, wir haben uns damit eine Tüte gedreht. Wenn du eine Tür mit einer hässlichen Fratze siehst, weißt du, dass du richtig bist. Oh, und bring uns ein paar Blüten mit, ja? Ey, ohne Scheiß. Unglaublich toll. Die Ankunft des Beschützers, ja, findet den Tanker. Das machen wir beim nächsten Mal, ja.